Du fragst dich vielleicht, ob eine Lodenjacke das Richtige für dich ist. Und wenn du wissen willst, wo die Vor- und Nachteile liegen und was meine Erfahrungen mit Loden sind, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Loden. Ich habe Loden seit vielen, vielen Jahren im Einsatz. Und kann dir nur sagen, dass es viele Vorteile hat und von einer Gruppe von Menschen total hochgelobt wird und Loden. Und auf der anderen Seite, es gibt Leute, die sagen, Loden ist scharf mit Quasseln, wie man in Österreich sagt. Ich hatte Teufelskerl, ja, das sind jetzt auch die Produkte, die ich da jetzt zum Beispiel in der Hand habe, habe noch viele mehr, die ich besitze bzw. hergeschenkt habe, aber egal, da kommen sie später dazu. Die habe ich im Shop gehabt, aber ich habe damit aufgehört. Und jetzt denkst du, er hat aufgehört, weil es erklumpert ist. Nein, das stimmt nicht, sondern mir ist einfach am Weg gegangen, dass irgendjemand das Gilet zum Beispiel bestellt hat in L und dann, nein, L passt doch nicht, ich brauche XL oder ich brauche M und hin und her geschickt. Nein, es gefällt mir doch nicht, ich möchte es doch in grün haben, doch nicht in braun. Das ist schon viermal hin und her geschickt und das ist einfach nervig gewesen und daher haben wir mit dieser Sache aufgehört. Aber ich bin noch immer davon überzeugt, dass es ein tolles Produkt ist. Loden, es geht jetzt nicht um die Firma Rafstaff als solches, sondern Loden grundsätzlich. Aber, und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wo sind die Vorteile von Loden? Meiner persönlichen Erfahrung nach, nicht das, was ich gelesen habe irgendwo, sondern was ich gelernt habe. Nummer 1, es ist sau atmungsaktiv. Das ist voll super, das ist wirklich super. Während du in einer Plastikjacke, egal von welchem Hersteller, schon ins Schwitzen anfängst, ist das noch immer atmungsaktiv und das ist einfach eine tolle Sache. Das bedeutet, wenn du in Bewegung bist, wenn du ins Schwitzen kommen kannst, wenn du herumarbeitest oder wandern gehst oder ich weiß nicht, was treibst, ja, dann ist das ein Vorteil. Aber das hat auch einen Nachteil. Und zwar, wenn du stehst und sagst, oh, ich möchte die Aussicht genießen oder ich muss die Aussicht genießen, weil ich da jetzt ganz einfach, übrigens billige Eigenwerbung hier, Buschkraftareal, die Aussicht, wieder unten der Link, schau mal vorbei, aber egal. Und du sagst, ja, aber es ist irgendwie windig ein bisschen, aber ich kann da nicht oder ich will da nicht weggehen, dann ist es so bei Loden, dass das durch diese Atmungsaktivität, durch diese Permeabilität, ich hoffe, ich habe das richtige Wort genannt, wenn nicht, schreib mir unten einen Kommentar, auch mehr Wind durchgeht. Jetzt wird der eine oder die andere sagen, hey, das stimmt doch überhaupt nicht, Rene. Ich habe einen Wetterfleck und der ist absolut dicht. Ich meine, ich habe dann zwar zwei Schichten drüber, aber der ist total dicht. Ja. Aber dann kommst du auch daher, wie das Michelin-Mantel, also so aufgebläht. Und es ist einfach im Vergleich zu einer Plastikjacke wirklich, wahrlich schwer. Ich habe jetzt hier eine Winterjacke. Die gibt es gar nicht mehr. Ja? Die gibt es gar nicht mehr, die haben sie gar nicht mehr. Da habe ich jetzt Loden und innen noch einmal ein Futter. Und das ist wirklich schön warm, ist wirklich super, kann aber mit einer Carinthia Carinthia MIG 2, 3, 4.0 und was es alles gibt, habe ich ein Video gemacht, gebe ich da oben dazu, einfach nicht mithalten, nämlich vom Gewicht für die Wärme, die ich da rauskriegen kann. Weißt, die andere Jacke, diese Plastikjacke, dieser Plastikbomber, ja, das ist kein Naturmaterial, ist mir alles klar, aber ist extrem leicht im Vergleich zu dem und bringt mir mehr Wärme. Aber schwitzen darfst du halt nicht. Also wenn du herumlaufst und sagst, das will ich jetzt die ganze Zeit machen und nicht aufhörst und zum Schwitzen anfängst, dann wird es unlustig. Okay? Also, das sind jetzt schon einmal ein paar Einsatzgebiete und ein paar Schwachstellen, die es dabei gibt. Ein weiterer Vorteil ist, und das muss man auch gleich einmal dazu sagen, das ist, wenn es nass wird. Ich hatte einen Hautegen, den habe ich jetzt nicht mehr, aber nicht, weil er so klumpert wäre, sondern ich habe den Benny geschenkt. Ja. Benny, wenn du das Video siehst, ich hoffe, du hast noch immer viel Spaß damit. Das ist diese Buschkraft Überzieh-Boncho-Dingsbums. Und bei dem ist es jetzt so, mit dem war ich ein ganzes Wochenende draußen, nur bei Dauerregen. Ich hatte keine Regenjacke oben drüber, sondern nur diesen Hautegen. Ich hatte drunter natürlich auch noch einmal eine Schicht und noch eine Schicht. Es war kalt und es hat geregnet und hat geregnet und hat geregnet. Und mit der Zeit ist es immer schwerer und schwerer und schwerer und schwerer und schwerer geworden, weil sich das Loden ansaugt. Aber es war trotz alledem nicht kalt. Es war nicht unangenehm. Es hat extrem lang gedauert. Also an der Haut war ich überhaupt nicht nass, aber es hat extrem lang gedauert, bis es auch wirklich durchgegangen ist. Und ich musste auch nicht schwitzen dabei. Wir haben ein Orientierungstraining gehabt. Ja. Obwohl ich gegangen bin
obwohl ich da ins Schwitzen gekommen bin, war das nicht so, dass alles vollgesaugt war. Aber es war sauschwer. Ja, wirklich, es war einfach sauschwer. Und das ist genau wiederum der Punkt. Das musst du bewusst sein. Und wenn du das willst, dann ist es cool. Ich komme am Schluss. Und wenn du ein bisschen Geduld mit mir hast am Schluss, kannst du auch vorspielen, wenn du nicht die Geduld hast, zu einer Konklusion, so wie ich das Ganze jetzt handhabe. Okay? Das heißt, bei Feuchtigkeit, es braucht einmal relativ lang, bis es durchkriecht, kommt auf die Dicke des Materials natürlich an. Und es hat dann noch immer eine wärmende Wirkung und ist noch immer permeabel. Ja, also, aber jetzt kommt's. Da waren die Kinder noch ganz, ganz klein. Ja, so, weiß ich nicht, 3, 4 Jahre alt. Der Tobias, der war, weiß ich nicht, 2,5. Es ist ja schon 9. Also so lang. Und da habe ich das erste Mal so richtig eine coole Lodenjacke gehabt. Und ich stelle mich raus und ich war mit meiner Mama unterwegs. Sie kann mich noch genau erinnern. Und der Wind ist daherkommen. Und ich habe mir gedacht, ich friere da drin. Wenn ich mit meiner Plastikjacke draus gestartet bin, das taugt mir einfach nicht. Wenn wir aber dann gegangen sind und ich nachlaufen gespielt habe mit den Kindern und solchen Geschichten, dann habe ich wieder in Schwitzen angefangen. Dann war ich wieder froh. Und seit da ist mir sozusagen meine Idee gekommen. Das heißt nicht, dass ich die patentiert habe oder dass ich so gescheit bin. Überhaupt nicht. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich bin drauf gekommen. Also, wenn ich stehe und den Kindern zuschauen muss, weil sie gerade irgendwelche Steine umdrehen oder was weiß der Teufel was oder du... Weil immer wieder Soldaten auch bei mir zuschauen, wenn du Wache stehen musst und da stehst und da sitzt und nicht weg kannst. Ja? Oder welcher Grund auch immer. Und du die ganze Zeit dem Wetter ausgeliefert bist und die keinen Platz suchen kannst, wo du dich hinhauen kannst. Dann ist, wenn das Lodenteil nicht wirklich richtig schön, richtiges Loden, das ist halt schwer, dann ist es einfach ein Schatz mit Glaseln. Ja? Und daher habe ich beides. Ich habe beides. Und ich weiß nicht genau, jetzt muss natürlich der Hubschrauber drüber kommen, aber das ist so. Ich habe beides. Der fliegt genau über mich drüber. Ist halt so. Ich mache einen Cut. Ja, das österreichische Innenministerium ist, weiß ich nicht, gefühlte 5 Meter über meinen Kopf drüber geflogen, aber es geht's wieder. Also, das ist nicht meine grandiose, super Idee, so meine ich das nicht. Ja, aber ich bin halt drauf gekommen, dass eine Kombination irrsinnig genial ist, dass jedes Ding sein Einsatzgebiet hat und dort wirklich gut ist, aber auch einen Nachteil hat. Es gibt nichts auf dieser Welt, ich habe es noch nicht gefunden, was keinen Nachteil hätte. Ja, alle Ausrüstungsgeschichten haben einen Vorteil und einen Nachteil. So, und jetzt bin ich auf eine, ja, ist eh klar, meine grandiose Idee ist übertrieben. Was ist, wenn du beides mit hast beim Wandern oder wenn du mit den geschroppen Kindern sozusagen unterwegs bist und es kalt ist und der Wind herumbläst? Das heißt, wenn ich in Bewegung bin, gern irgendwas aus Loden, zum Beispiel die Rough Stuff Teufelskerl, gebe ich da unten den Link auf Amazon, billige Eigenwerbung, bitte aufpassen, selbstverständlich, eh ganz klar. Und im Shop habe ich den immer. Und auf der anderen Seite irgendwas, wenn der Wind geht und wenn es kalt ist und du an einer Stelle bleiben musst, ein Regenponcho. Weißt du, so ein Regenponcho, der ist irrsinnig genial, weil das ist ein Plastiksackl im Endeffekt. Und da geht nichts rein und nichts raus. Und das hat auch seine Vorteile. Es gibt auch Vorteile vom Plastiksackl sozusagen, also ein Regenponcho. Damit kann ich kombinieren. Der hat kein Gewicht, das spielt keine Rolle. Und du kannst aus beiden Welten, weil du beide Welten nützt hast, nämlich Loden und Plastik, dir das aussuchen, was du brauchst. Auch diese Kombination hat natürlich Nachteile, weil das Plastik, dieser Poncho zum Beispiel, den ich da mit hatte, dann mit der Zeit halt auch irgendwann einmal, wenn du musst wieder einpacken und auspacken und der hat keine Dämmung drin, sondern ist halt, ist mir schon klar. Aber einfach so von der Idee her, so mache ich das halt. Und so passt es für mich und vielleicht passt es für dich nicht oder es passt auch. Schreib mir unten einen Kommentar, ob du Loden hast, wo da deine Vor- und Nachteile liegen, das würde mich noch interessieren. Eine andere Frage, die auch immer wieder gestellt wurde in der Vergangenheit, Reini, wie ist das mit dem Loden? Kann ich das trocknen am Feuer? Ja, das geht, aber bitte langsam und gemütlich. Also natürlich, ja, wenn das einmal komplett nass ist, der Hautdegen, der war einmal wirklich so, eh bei diesem Training, was ich gesagt habe, dieses Wochenende, also es war ein gesamter Samstag, dann rein in den Sonntag, in die Nacht hinein und ich weiß nicht, um 4 oder so irgendwas sind wir dann fertig gewesen, da habe ich dann ausgezogen, Schlafsack gewesen und am nächsten Vormittag war dann eh vorbei, also früher Vormittag, aber trotzdem, es war eine schöne, gute Zeit mit dem Ganzen, weil wir haben recht lang bei diesem Orientierungstraining gebraucht. Wenn du auch ein Live-Orientierungstraining bei mir bei Überlebenskunst, bei einem Training machen willst, dann schau unten vorbei,
Genau dieses Training meine ich damit, 1,5 Tage. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ich meine, das ist komplett nass. Und ich habe versucht, das am Lagerfeuer zu trocknen, aber wenn du zu nah rangehst, obwohl Funkenflug da jetzt nichts ausmacht, also wenn ein Funkenflug, du sitzt am Lagerfeuer, ist Lagerfeuer tauglich, ist wirklich ein großer Vorteil, ist bei Plastikteilen natürlich nicht so, die schmelzen weg, aber wenn du das zu schnell trocknest, das ist nicht gut fürs Material, Also langsam und gemütlich trocknen. Was immer wieder, wenn was nass geworden ist, das ist ja andere Situationen auch gewesen, vielleicht nicht ganz so durchgenässt, einfach daheim aufhängen und warten. Es braucht doch einige Zeit, bis es dann wieder so richtig schön trocken ist. Also das ist auch wiederum ein Nachteil, ja, aber das ist einfach so, es dauert länger zum Trocknen. Also wenn es einmal nass ist und so richtig nass ist, dann ist es sauschwer, das auszuziehen, das ist richtig, ich meine, außer du hast so eine Jacke, aber dieser Hautdegen, das war richtig schwierig, den auszuziehen. Alles geklebt, nämlich auf dem, ich habe unten auch noch einmal Loden an. Und das ist auch dann nämlich so, speziell wenn es dann feucht ist, Loden auf Loden, das rutscht nicht gut. Das ist richtig, das reibt aneinander, das ist der Nachteil. Oder Vorteil, wie auch immer. Es braucht relativ lang. Ich habe es schon erwähnt, es ist echt super, es ist echt genial, wenn du am Lagerfeuer sitzt, weil da kann das wurscht sein. Da war mal einer bei einem Extremtraining bei mir, der hatte sich extra eine Carinthia MiG 3.0 oder 2.0, wie es zu dem Zeitpunkt, 2.0 war es zu dem Zeitpunkt noch, und dann ist ihm mal Glut draufgegangen und das ist durchbrannt, weil beim Extremtraining sind wir einfach so da gelegen und das war natürlich blöd. Das kann dir bei einem Loden nicht so einfach passieren. Was beim Loden, ich habe jetzt meine Teufelskerl nicht hier, weil dann könnt ihr da das zeigen. Es ist halt so, dass das reibt. Und an den Stellen, wo es reibt, ja, da wird das dann auch so ein bisschen rau. Es wird ein bisschen, es löst sich da ein bisschen auf. Also das merkt man dann schon. Aber das ist nicht schier oder hässlich, sondern das kriegt halt einen Charakter, das Teil. Ja. Wo sagt man denn nicht, das ist aber abgefuckt, sondern kriegt dann einen Charakter. Also das ist auch wiederum so ein Ding. Ich glaube, ich habe so im Großen und Ganzen alles, was ich sagen wollte und was meine Erfahrungen damit sind. Es ist ein Naturprodukt und wenn dir das taugt und wenn dich das anspricht, dann mach das. Und wenn du etwas für die Bewegung brauchst, dann bist du da auch wirklich dabei. Aber, und das muss man einfach dazu sagen, Loden ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, so wie auch Gore-Tex oder andere Plastikzeugs, Dingsbums, was auch immer es da alles gibt, nicht die eierlegende Wollmilchsau ist. Denn alles hat seinen Platz, alles hat seine Anwendung. Und dadurch auch seine Nachteile. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mal einen Kommentar, das wäre cool. Link, billige Eigenwerbung zu all den Produkten findest du natürlich auch. Und natürlich auch zum Buschkraftareal. Komm mal bei mir vorbei, findest auch unten den Link. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, bis bald. Ciao.